Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Make-up-Video von mir. Dieses Mal nicht für irgendein Kostüm oder so, sondern mein sozusagen Everyday-Make-up-Look. Also erinnert sich zwar regelmäßig und ist immer mal wieder anders, aber das ist so das, was ich momentan ganz gerne mache oder auf jeden Fall viele Elemente davon, die ich gerne momentan, wenn ich das Haus verlasse, mir ins Gesicht male. Und nun viel Spaß! Ich beginne mit einer Lidschattengrundierung und schmier mir die einfach einmal hier oben über das bewegliche Lid bis unten, bis oben unter die Augenbraue. Dann nehme ich mein Augenbrauenset, habe hier so einen extra Pinsel dafür, da ist zwar einer bei, aber der ist sehr, sehr klein, finde ich, und sehr unhandlich, deswegen habe ich so einen etwas größeren und male mir einfach einmal meine Augenbrauen nach, beziehungsweise fülle die so ganz leicht aus. So ungefähr, das reicht schon für mich. Und dann entscheide ich mich halt, welchen Lidschatten ich benutzen möchte heute. Und da mein Oberteil so ein bisschen rosa ist und mein Rock so ein hellblau, werde ich wahrscheinlich rosa und hellblau benutzen. So, und ich habe hier noch so ein, eigentlich ist das glaube ich ein Rouge, aber da ist halt nicht mehr wirklich viel drin und ich benutze den ganz gerne als Lidschatten. Und dann matche ich mir den einmal hier auf das bewegliche Lid. Hier so ein bisschen nach außen. Gehe auch direkt ein bisschen unters Auge. Also so ungefähr bis zur Hälfte mache ich das immer. So, das passt auch schon. Dann nehme ich hellblau und mache das auf das komplette bewegliche Lid. In letzter Zeit habe ich öfter mal versucht, dieses mit dem Concealer zuerst zu machen und dann mit dem Blau oben drüber. Das mache ich aber nicht wirklich jeden Tag, deswegen lassen wir das jetzt mal außen vor. Und wir machen einfach, versuchen mal ein bisschen hellblau einfach da oben drüber zu klatschen, mal gucken, wie es aussieht. Mit der zweiten Farbe, die ich nutze, beziehungsweise die, die ich halt immer auch auf meinem beweglichen Lid mache, die nehme ich auch immer noch mal ein bisschen mit unten drunter und mache so den zweiten Teil. Also ich habe jetzt hier vorne diesen Teil gemacht und eben hatte ich halt hier jetzt. Aber das ist irgendwie verständlich, was ich erzähle. So ungefähr. Und dann brauche ich noch eine dritte Farbe meistens, die ich hier oben unter die Augenbrauen mache, halt meistens eine sehr helle Farbe. Ich gucke mal, dass ich jetzt irgendwie so ein helles Creme finde. Schon gefunden. Und mische das, glaube ich, so ganz leicht mit dem Hellblau, dass es hier wirklich so einen ganz leichten Hellblau-Touch bekommt. Aber erstmal halt das Creme. Oder die Cremefarbe. Schön komplett unter die Augenbrauen. Und auch so ein bisschen hier in den... dahin. Und da mache ich jetzt ein bisschen rosa drauf. Genau, so. Und gehe nochmal über das rosa hier. Und mische das so ein bisschen, dass sich das ein bisschen besser in das Weiß blendet. Und auch ein bisschen besser in das Blau. Und es wird halt nochmal so ein bisschen ein kräftigeres Rosa, weil eben war es ja eher so ein Altrosa und das ist jetzt nochmal so ein richtiges Hellrosa, mit dem ich da reingehe. Und weil ich jetzt ein bisschen das Gefühl habe, ich habe das Blau komplett weggemacht, gehe ich jetzt nochmal mit meinem Finger ein bisschen in Blau rein. Dann nehme ich mal das Blau hier. Ich hoffe, dass es ein bisschen intensiver ist. Und gehe einfach mit meiner Fingerspitze nochmal hier so ein bisschen drüber. Weil ich finde, dass sich das dann immer ein bisschen besser oben drauf legt, wenn man das mit dem Finger macht. Ja, aber so ungefähr finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Genau, dass ich jetzt hier unten ein bisschen gekrümelt habe, ist aber nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Ich nehme nämlich jetzt ein bisschen Concealer. Ich benutze nämlich eigentlich keine Foundation. So, also auf jeden Fall nicht, wenn ich halt, wie gesagt, mein normales Tages-Make-up drauf mache. Dann nehme ich halt mal ein bisschen Concealer, mache hier unten unter die Augen was drunter. Damit kann man das jetzt gut ausgleichen, was ich hier gerade gekleckert habe. Wenn ich noch richtig on fleek sein möchte, mache ich hier oben an den Augenbrauen noch ein bisschen. Denn momentan habe ich super viele Pickel, vor allem wegen dem ganzen Stress, denke ich mal, von der Uni. Da kommt auch ein bisschen was drüber, so weg damit und hier unten schön drüber. Das ist halt nur, wenn das halt so schlimm aussieht normalerweise. Mache ich halt meistens nur die Augen ein bisschen hier an der Seite von der Nase. So, halt wirklich relativ wenig, hauptsächlich mal. Lass ich das kurz antrocknen und dann nehme ich ein Make-up-Schäumchen.
Also ich weiß nicht, manche wissen das, glaube ich. Normalerweise, also wenn ich mein jeden Tag Make-up mache, mache ich das oft auf dem Weg dahin, was ich an dem Tag unternehme. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Uni gehe, mache ich es meistens in der Bahn auf dem Weg zur Uni. Das funktioniert ganz gut. Also ich brauche so ungefähr 20 Minuten, wenn ich mich halt darauf konzentriere und halt nicht mit jemandem laber. Und die Bahnfahrt dauert halt so 30 Minuten. Das passt halt immer ziemlich gut. Und ja, ich habe ja nur relativ wenig Materialien, die ich brauche. Und dann verschmiere ich das halt meistens mit dem Finger in der Bahn dann. Aber da wir ja jetzt nicht in der Bahn sind, habe ich jetzt hier mein Make-up-Schwämmchen und verteile das einmal mit meinem Make-up-Schwämmchen. Und schauen Sie das Ganze vom Hauptbild ein bisschen besser aus. So, und jetzt kommt noch der dicke Eyeliner oben drüber. Da nehme ich hier schwarzen, wasserfesten Liquid Eyeliner. Aber also vielleicht einen, wo noch was drin ist. Das ist jetzt mal nicht so gut geworden. Aber es ist auch so eine Sache, also ich bin bei meinem jeden Tag Make-up eigentlich gar nicht so perfektionistisch. Also wenn jetzt halt mal so ein Eyeliner-Strich mal nicht so gut wird, dann ist das halt so, dann ist das den Tag über so und am nächsten Tag wird es vielleicht besser. Das ist auch so eine Sache, die mich halt viele fragen. Wenn ich erzähle, dass ich mein Make-up in der Bahn mache, ob ich mich denn nicht vermale und wie ich das dann wegmache. Und also, ich weiß nicht, also ich habe halt bis jetzt noch nie einen Strich aus Versehen durch mein ganzes Gesicht gemacht. Den würde ich natürlich dann versuchen, vielleicht wegzumachen mit einem Tempotaschentuch. Aber halt, wie gesagt, wenn ich halt sowas mache, ich glaube, andere würde das sehr stören und die würden noch mal neu machen. Aber ich denke mir, von Weitem ist okay. Gleich wird das eh nie. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich finde mich relativ schnell mit solchen Sachen ab und das ist dann einfach okay für den Tag. Ja. Es ist jetzt auch wieder nicht gleich, aber ich finde, ist okay. Genau, das soll ich jetzt ein bisschen trocknen, weil das ist das Einzige, was in der Bahn oft passiert oder generell, wenn ich mich schminke, dass ich zu ungeduldig bin und dann, wenn der Eyelinerstrich noch nicht ganz trocken ist und ich die Augen richtig aufmache, dass dann hier oben auch Eyeliner ist. Das stört mich dann doch schon. Aber ich lasse es dann meistens auch so. Genau, und jetzt kommt, also natürlich noch Wimpern, aber dafür müssen wir jetzt erstmal den Eyelinerstrich trocknen lassen. Und was ich momentan ganz gerne mache, sind diese Striche über der Nase. Manche finden die kacke, manche finden die sehr schön. Ich mag sie einfach, deswegen mache ich sie. Meistens mit Schwarz, aber da mein Outfit heute so rosa, leicht zart ist, mache ich den mal mit Weiß. Ich verliere mein Stift. Ich habe nämlich einen weißen Eyeliner-Pen und den nutze ich dafür. Und halt vorne eine Spitze wie ein normaler Eyeliner. Der ist jetzt ein bisschen rot, weil ich den für Weihnachten ein bisschen missbraucht habe. Aber ich glaube, wenn ich den jetzt auftrage, wird es so ein bisschen rosa. Finde ich gar nicht so schlimm. Deswegen bleibt das jetzt so. Und jetzt versuche ich einfach einen relativ geraden Strich über meine Nase zu ziehen. Ich mache mir meistens erstmal einen Punkt hier, wo ich den Anfang haben möchte. Oder beziehungsweise wo der halt über meine Nase gehen soll. So ungefähr. Und jetzt versuchen wir das mal schön ein bisschen dicker zu machen. Aber der erste Strich ist okay, würde ich sagen. Und dann mache ich meistens noch einen zweiten drunter. Also, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich halt auf Instagram gesehen bei vielen Leuten. Und ich finde es einfach schön. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Ich wollte es eigentlich mal recherchieren. Aber ich behaupte nicht, dass ich mir das ausgedacht habe. Ich habe es lediglich adaptiert von anderen. Ich finde es, wie gesagt, einfach vom Aussehen her schön. So, ich habe jetzt ein bisschen weiter unten angefangen. Normalerweise mache ich das Ganze ein bisschen weiter oben. Finde es aber jetzt nicht schlimm. Und was ich dann noch gerne mache, sind so kleine Symbole mir ins Gesicht zu malen. Also manchmal Herzen, manchmal Sterne, manchmal einfach nur Punkte oder Kreise. Ich glaube, heute angesichts meines Outfits mache ich, glaube ich, Herzen und Sterne. Also es ist halt so, ich mache es halt jeden Tag anders, so wie es mir gerade gefällt, was mir gerade in den Sinn kommt. Und ich glaube, ich mache heute mal wieder zwei kleine Herzen unter die Augen. So, Nummer 1.
Greifswald ist jetzt nicht ganz so schön geworden. Offenwald finde ich, sieht so aus wie ein Herz. Das ist okay. Und manchmal finde ich das auch ganz schön, wenn halt diese mittlere Linie des Gesichts, wenn da noch irgendwie was ist. Also jetzt zum Beispiel hier in dem Bereich. Genau. Aber ich glaube, dafür nehme ich jetzt wieder weiß. Und ich glaube, ich mache einen Stern. So, und das ist dann immer alles Lust und Laune. Ich glaube, das ist genug gemalt für heute. Kommt auch drauf an, wie viel Zeit und wie viel Lust ich an dem Tag habe. Und jetzt fehlen natürlich noch Wimperntusche. Wimperntusche kommt immer mit dazu. Und wenn das halt so ein Tag ist, wo ich mich richtig, richtig gut fühlen möchte, dann kommen auch noch Fake-Wimpern noch mit oben drauf. Wimperntusche ist drauf und jetzt noch Fake-Wimpern, dafür auch die Wimperntusche kurz antrocknen lassen. Ein bisschen Wimperkleber auf die Wimpern. Setze ich mir die Wimper an. Setze die hinten in der äußersten Ecke, wo meine echten Wimpern anfangen, fange ich an und dann drücke ich die nach innen hin fest. Dann mache ich mein Auge auf, nehme meine Finger und drücke meine echten Wimpern mit den Fake-Wimpern zusammen. Guck, dass das vor allem in den Ecken fest ist, also am Startpunkt und am Endpunkt sozusagen. Und dann klappe ich das alles nochmal so ein bisschen nach oben, dass das den Schwung nach oben bekommt. So, und dann, das ist eigentlich schon so mein Everyday-Make-up. Manchmal mache ich noch so ein bisschen Rouge oder Highlighter dahin. Guck mal, was ich jetzt hier finde. Ah, zum Beispiel habe ich hier so eine Regenbogen-Highlighter-Ding mir mal von P2 gekauft. Finde ich ganz süß, das glitzert, glänzt halt so ein bisschen. Mach dann einfach einmal so. Einmal so. Auch jetzt nicht so der Aufwand, aber doch, man sieht es ein bisschen. Ja, dann machen wir meine Haare auf. Die sind nämlich noch mit einem Knödel zusammen. Ja, das war so mein Everyday-Make-up-Look. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und schreib mir in die Kommentare, ob dir das so gefällt oder ob du findest, dass es ein bisschen zu viel ist für jeden Tag. Das würde mich mal interessieren. Und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag, Abend oder einen guten Morgen. Und bis hoffentlich zum nächsten Video.